Moin, ihr Sizzler da draußen! Herzlich willkommen zur nächsten Videoausgabe von uns beiden hier, den Sizzle Brothers, wie immer. Wie die Tapete im Hintergrund schon vermuten lässt, wird es heute ein Sandwich geben. Und zwar einen schicken Teriyaki-Sandwich der bekannten Fastfood-Kette U-Bahn. Nur diesmal im eigenen Design. Ja. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß! Unser schicken Teriyaki-Sub-Sandwich, wie auch immer, lebt in erster Linie natürlich vom Hühnchen, wie der Name schon sagt, ist ja selbsterklärend. Wir haben hier eine Hühnchenbrust vom Kikok-Hühnchen. Die haben wir schon mal so klein geschnitten, ja, so geschnetzeltes Größe, sage ich mal. Ihr seht diese gelbe Färbung, die kommt also insbesondere von der Maiszufütterung dieser Tiere. Und die schmecken halt verdammt geil, die haben super leckeren Eigengeschmack, deswegen verwenden wir dieses qualitativ hochwertigere Produkt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das nicht habt oder zur Verfügung habt, ein anderes Hühnchen nutzen. Ansonsten haben wir hier noch, einmal bitte hin, genau, ein selbstgebackenes Sandwichbrötchen. Das ist das gleiche Rezept wie für unsere Burgerbrötchen, die wir immer machen. Haben es halt einfach nur länglich gemacht und ein bisschen eingeritzt. Dann habe ich hier vorhin schon ein bisschen Cheddar-Käse fein abgerieben mit der Microplane. Das geht also immer hervorragend, dann verläuft auch schön. Und dann haben wir hier noch den heimlichen Hauptdarsteller, diese Teriyaki-Soße. Die ist selbst gemacht von unserem Metzger, die ist wirklich absolute Weltklasse. Das Rezept, bislang kennen wir es nicht, wir werden da mal nachhaken und nachforschen. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass wir euch die auch nochmal präsentieren können. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal an den Grill, denn das Huhn wollen wir natürlich nicht roh essen, das muss erstmal gegrillt werden. So, jetzt ist es natürlich Zeit, die Hühnerei auf den Grill aufzulegen. Die gute Hühnerei, da ist er. Da ist schon mal was an. Das ist auch ein Fäus, nämlich eine Grillplatte. Und da nimmt das Hühnchen jetzt Platz drauf. Komplett ungewürzt, ne? Genau, das ist wichtig. Man geht bei Gewürzen immer das Risiko ein, dass diese eventuell auch verbrennen könnten. Und deswegen macht man sie eigentlich immer hinterher drauf. Übrigens ist für so filigrane Arbeit diese Spitzzange hier, ne? Echter Traum. Ja, die ist großartig, die gefällt mir auch immer wieder. Auch zum Anrichten und so kann man gut gebrauchen. Deckel drauf und ein bisschen warten. So, jetzt ein bisschen von dieser geilen Teriyaki-Soße in den Pott. Ja. Jetzt kommt das Fleisch erstmal rein. So ein bisschen Pulled Chicken ist übergeblieben. Ja. Das passiert übrigens, wenn man vergisst, diese Grillplatte vorher mit Trendspray oder anderem Öl einzufetten. Also wir empfehlen immer die Verwendung von Trendspray, das geht super schnell und funktioniert. Genau. Und das passiert auch nur dann, wenn man furchtbar aufgeregt ist, dass man ja jetzt ein Video dreht. Ja. So, Teriyaki ist dran, wie ihr sehen könnt. Und dann geht's ab in Runde 2. Jetzt dürfen wir das mit dem Anpappen sich auch erledigt haben. Riecht auf jeden Fall jetzt schon fantastisch an dieser Stelle hier. So, Endspurt. Fleisch nehmen. Einmal kurz rein. Dann belegen wir schon quasi im Grill. Hat den großen Vorteil, dass so auch unser Baguette nochmal angeknuspert wird und schön warm ist. Jetzt machen wir noch ein bisschen Käse oben drüber. Davon kann man nicht genug haben. Da, wo ihr sowas käuflich erwerben könnt, ist es natürlich immer nur einmal drauf. Wir machen jetzt in dem Fall Double Cheese. Soll ja auch schmecken, das Ganze, ne? Genau. So. Und dann überbackt das jetzt nochmal eben schnell. Hannes, wie darf ich dir dein Ding da belegen? Hi, ich hätte gern das Sesambrötchen mit dem schicken Teriyaki-Sub
Und da drauf hätte ich gern Eisbergsalat, Zwiebeln, ein paar Tomaten und wenn möglich auch mit Cheddar überbacken. Welche Soße darf es sein? Ich würde mich für die Honey Mustard, die Honig-Senf-Soße entscheiden. Sehr gut, dann lass dir schmecken. Danke. Ja, der Julian hat das jetzt so liebevoll für mich belegt. Und ich würde sagen, es sieht fantastisch aus und ob es auch fantastisch schmeckt, werden wir jetzt überprüfen. Der Anschnitt gefällt. Ah, das sieht gut aus. Das ist so lecker. Alter. Ich versuche mal schnell aufzukauen, dass ich euch mal... Ich will nicht aufkauen. Also, dieser Fastfood-Laden mit dem ganz viel Grün dran, der diese Subs macht, das schmeckt ja bei denen auch, will ich gar nichts gegen sagen, aber selbst gemacht, wie auch bei den Burgern, es schmeckt einfach nochmal eine ganze Ecke geiler. Das Brötchen ist hier großartig und ach, diese Teriyaki-Geschichte sowieso. Ich brauche gar nicht viel zu sagen. Ihr habt es gesehen, ihr macht es nach und werdet wahrscheinlich uns bestätigen, dass es einfach nur geil schmeckt. Unbedingt nachmachen. Ja. Mega. Mega geil. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren. Unbedingt allen Leuten davon erzählen, dass sie es alle nachmachen am Idealfall. Lasst ein Abo da, wenn ihr eh schon glückliche Abonnenten des Kanals seid. Und dann sehen wir uns hier demnächst wieder. Macht's gut. Ciao. Ich muss noch ein bisschen was essen. Over. Alter, leck mir am Arsch, ey.